Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Florian Ibe und in diesem Video soll es um ein ganz aktuelles Thema gehen, was total viele WordPress und auch WooCommerce-Nutzer sehr nervt, nämlich Fake-Accounts, Spam, der entsprechend über die Formulare abgesendet wird, aber auch einfach Spam-Accounts, egal ob für WordPress-Nutzer oder als Kunden im WooCommerce-Shop, und es ist total nervig und wir haben diverse Sachen jetzt ausprobiert, diverse Capture-Lösungen, Honeypot-Funktion und. Man muss leider sagen, die Bots werden immer aggressiver, die werden immer besser und es kommt der weitere nervige Punkt, sie versenden dann über deren Kundenaccounts bei der Registrierung auch teilweise noch E-Mails, wenn die Installation nicht abgesichert ist. Das heißt, die Webseite wird auch noch als Spam-Schleuder benutzt. Und das sieht man dann oft, wenn diese Fehlermeldungen zurückkommen, wo dann irgendwelche E-Mail-Adressen angeschrieben werden oder von einer E-Mail-Adresse von seinem Unternehmen, von seiner Webseite, von seinem Online-Shop E-Mails an irgendwelche Leute rausgesendet werden. Und dann kommen diese Fehler zurück. Dann wundert man sich, wie passiert das? Und nur über die Logfiles, über Mail-Logging, findet man dann heraus, dass das diese Spam-Nutzer sind. Ich möchte euch gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern euch die aktuelle Lösung zeigen, die wir jetzt mehrfach wirklich bei Kunden umgesetzt haben, die geprüft ist und die auch jeder im Grunde genommen selber einrichten kann. Und da gibt es wirklich sehr schöne und gute Lösungen, wo ich einfach jetzt an der Stelle sagen muss, es funktioniert sehr gut. Den Blogartikel als auch die beiden Plugins, die ich jetzt gleich zeigen werde, oder bzw. die drei Plugins, die ich zeigen werde, findet ihr in der Videobeschreibung und lest euch auf jeden Fall entsprechend hier den Blogartikel durch. Wir haben auch das Thema der DSGVO, das ist alles DSGVO-konform umsetzbar mit dem richtigen Cookie-Banner. Darauf gehe ich jetzt nicht groß ein, verlinke ich aber hier entsprechend oben nochmal das Video dazu, wie man einen richtigen Cookie-Banner auch umsetzt. Aber der Punkt ist einfach, jeder kennt es oder viele kennen es, man hat hier diese Spam-Nutzer. Gerade WooCommerce-Shops sind extrem betroffen aktuell, wo man einfach irgendwelche Krypto-E-Mail-Adressen hat oder .ru etc. Natürlich kann man die versuchen alle zu sperren, aber es ist sehr groß der Aufwand. An der Stelle hier auch der kurze Hinweis zur IT-Rechtskanzlei, auch im Artikel einfach verlinkt, wenn ihr entsprechende Rechtstexte benötigt, wo auch das Capture drunter fällt, dann könnt ihr das natürlich hier entsprechend auch nutzen. Aber ihr kennt diese Boxen, wie man sie hier im Hintergrund gerade sieht. Ich zeige das auch noch gleich im Detail, wie das alles gemacht wird. Und das ist die Version 2. Das heißt, man muss da draufklicken, I'm not a robot oder ich bin kein Roboter. Man muss eventuell Sachen auswählen, aber das ist so der klassische Weg. Und die Version 3, das ist Version 2, Version 3 wiederum bedarf keiner aktiven Nutzerinteraktion. Das heißt, es ist einfach im Hintergrund, das Formular sieht aus, wie es aussieht, ohne diese Box. Und im Hintergrund misst das System einfach, ist es ein Mensch oder nicht. Denn die Roboter verhalten sich natürlich ein bisschen anders wie ein normaler Mensch. Und dementsprechend hier, habt ihr auch nochmal die Sachen verlinkt, hat man eine Absicherung für jetzt bevorzugt WordPress und WooCommerce in allen Anmeldeformularen. Registrierungsformular, Passwort verloren Formular, Gast-Checkout, Anmeldung an der Benutzer, vom Benutzer in der Kasse, wenn man Zahlungsmethoden in seinem Benutzeraccount hinzufügen möchte, bei den Produktbewertungen, in der WooCommerce-Bestellung, allgemeine Kommentarformulare, als auch halt Plugins mit WP Register und Co., Jetpack-Formulare, und man hat die Möglichkeit natürlich auch den Farbstil anzupassen, dunkel oder hell, und so ein paar Sachen letzten Endes da auch ganz einfach mit zu nutzen. Das Ganze natürlich auch mehrsprachig kompatibel und die Vorteile überwiegen einfach. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt, um welches Plugin es geht, zeige ich euch jetzt. Es geht nämlich hier für $29 im Jahr wohlgemerkt oder 2,42 Euro im Monat habt ihr hier das Google Recapture. Ich weiß, oder teilweise gibt es Leute, ich will keine Google-Dienste nutzen und, aber wer hat die meisten Daten? Wer kann am besten einschätzen, ob es böse ist oder nicht? Google. Und Google hat auch hier, ich schaue mal gerade in dem Artikel, habe ich auch hier unten sowas hinterlegt. Beim Google Recapture kann man dann zum Beispiel sehen, wie viele Anfragen in den letzten Tagen gemacht worden sind, wie viele davon verdächtig waren, wie viele davon schlimm waren oder nicht schlimm. Schlimm ist hier das dunkelblaue, nicht so schlimm sind die hellblauen, und das zeigt einfach schon mal, wie
angegriffen die Seite ist oder der Online-Shop ist. Deswegen, Google Recapture ist aktuell die beste Lösung, weil Google einfach am besten einschätzen kann, ist es ein Bot oder nicht. Also ich weiß, es gibt andere Lösungen auch, die eventuell auch in EU-datenschutzkonformer sind und. Aber der Punkt ist, wir wollen Spam verhindern. Und wenn der Spam trotzdem noch durchkommt, auch wenn es nur 20% sind, trotzdem ist nervt, weil ich habe Einrichtungsaufwand und. Und es gibt halt einfach Dienste, genauso wie Google Analytics, die ich einfach nutze. Punkt, Ende, aus. Das soll es nur dazu gewesen sein. Wie gesagt, das Plugin hier ist auch sehr einfach einzurichten. Die Dokumentation ist ganz einfach. Man installiert das Plugin, hat die Settings entsprechend, trägt dann hier einfach seine Keys ein. Das Ganze ist super einfach erklärt. Findet man entsprechend über den Google Recapture-Dienst. Und gerne unterstütze ich auch da, wenn ihr Hilfe dabei braucht. Das ist kein großer Aufwand, dann kann ich euch dabei helfen. Aber man hat letztendlich die Einstellungen, hat dann hier oben die Möglichkeit, die einzelnen Formulare zu aktivieren, also einzelnen Captures für die Formulare zu aktivieren. Und dementsprechend ist es das letzten Endes. Man hat hier einfach an, fertig. So geht man einfach die Punkte durch, wo ich das Capture nutzen möchte. Und dann war es das letzten Endes auch. Man sieht hier entsprechend, wo das Capture überall auftauchen kann. Und die Einrichtung dauert in der Regel vielleicht eine Viertelstunde, wenn man noch keinen Google-Account hat oder den gerade raussuchen muss und. Ein bisschen Testing, den Cache leeren und so weiter. Und dann hat man hier wirklich mit $29 eine super Lösung, die funktioniert. Wie gesagt, wir haben sie jetzt bei einem getestet. Daher kommt auch der Screenshot bei einem Kunden, wo wir aktuell innerhalb von 7 Tagen knapp 70.000 Anfragen haben. So, und das muss einfach nicht sein. Das kann man blockieren. Und der Kunde hat zum Beispiel über 150 Fake-Accounts am Tag. So, und deswegen haben wir uns dann auch nach dieser Lösung umgeschaut und wir haben verschiedene Lösungen probiert über mehrere Tage hinweg. Man sieht auch hier zum Beispiel, einen Tag hatten wir dann kein Capture mal drin, um zu schauen, wie die Auswirkungen sind und. Muss einfach sagen, wir haben es halt einfach ausprobiert und diese Lösung funktioniert. Andere Lösungen haben nicht gut funktioniert. Da gab es auch Lösungen, die kosten $49, $69 oder monatlich $9.90. Auch ausprobiert, funktionierten alle nicht so gut wie hier das offizielle Plugin. Woran das genau liegt, liegt ein bisschen an der Programmierung, liegt an der Formularintegration und. Aber an der Stelle, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung zu einer Lösung, die funktioniert. Dann gibt es noch das Thema, hier werde ich entsprechend auch unten drunter verlinken. Das ist, wenn ich eine WordPress-Seite habe, kein WooCommerce-Shop, dann nutze ich bitte dieses Plugin von BestWebsoft, auch einer der größten Entwickler im Bereich von WordPress, Entschuldigung. Und man muss sagen, wir haben hier $24 im Jahr. Hier funktioniert das auch mit WooCommerce, muss man auch sagen, das heißt, es wäre eine Alternative. Wobei ich, wie gesagt, wenn WooCommerce-Shop, nutzt bitte das hier. Und ansonsten könnt ihr, wenn ihr eine WordPress-Seite habt, hier den Recapture-Dienst nutzen. Jetzt noch ein Zusatz-Add-on. Ich weiß, manche nutzen Cloudflare als CDN-Dienst. So, jetzt, da wird natürlich schon manches rausgefiltert. Und hier gibt es ein sehr, sehr cooles Plugin von Elliot. Das ist komplett kostenfrei, der in Kombination mit Cloudflare einen Dienst anbietet, wo ich entsprechend auch hier die wichtigsten Formulare für WordPress, WooCommerce als auch Formular-Plugins komplett absichern kann. Auch Elementor Pro Forms werden abgesichert, Mailchimp und so weiter. Das heißt, da hat man wirklich eine schöne Lösung gefunden, wenn ich den Cloudflare nutze. Verlinke ich euch auch entsprechend unter dem Video. Und das soll es an der Stelle von mir gewesen sein zu dem nervigen Thema, diesmal leider in dem Video gar nicht so schön das zu machen, aber ich habe euch hier die Lösung entsprechend verraten, wie ihr eure WordPress-Webseite, Blog, was auch immer und euren WooCommerce-Shop absichern könnt gegen diese nervigen Spam-Accounts, Kunden-Accounts und Benutzer, die einfach wahllos registriert werden und teilweise auch für den E-Mail-Versand genutzt werden. Dementsprechend, wie gesagt, nutzt eins der Plugins und dann habt ihr einfach Ruhe. Spart nicht am falschen Ende, die 24 oder $29 im Jahr sind wirklich nichts und dafür habt ihr einfach eine saubere Installation dann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich oder abonniert meinen Kanal und schreibt gerne auch in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, was ich noch verbessern soll oder zu welchem Thema ich vielleicht auch mal ein weiteres Video machen kann. Und schreibt auch gerne dabei, ob es bei euch so gut funktioniert hat wie bei uns. Und falls ihr Hilfe benötigt, geht gerne unter www.florianibe.de, schreibt mich an, bucht eine Beratung oder bucht einen Check-up, wo dass ich eure Installation prüfen kann, dass wir uns das Ganze mal gemeinsam anschauen. Oder ihr habt ein Konzept oder ihr wollt einfach euch im Online-Marketing auch verwirklichen und wollt da besser werden, dann schreibt mir gerne über www.florianibe.de.
Das war es jetzt von mir. Umsatz kommt von Umsätzen. Sichert eure Installation ab. Stoppt den nervigen Spam. Und ich sage mal jetzt vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.